Guten Tag zurück, Leute. Ja, wir sind hier an dieser Schräge oder bei dieser Schräge und wir müssen da oben hin. Und ich habe jetzt so ein bisschen eine Idee, weil ich weiß auch nicht genau, was unter diesem Knäckebrotboden, sag ich jetzt mal, ist. Meistens sind da ja irgendwie Fallen drunter, deswegen will ich jetzt mal was austesten und das muss möglichst schnell gehen. Okay, das war nicht gut. Und zwar. Ich habe so eine ungefähre Idee, wobei vielleicht kann man auch rückwärts auf die Schräge dann rausspringen. Man muss halt nur bedenken, dass dieser Boden ja wegbricht. So, jetzt rückwärts. Toll, das hat ja super geklappt. Okay, aber da ist zumindest nichts kaputt. Also schon kaputt, aber nichts, was uns irgendwie wehtut. Das heißt, wir können hier hoch. Okay, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich jetzt hier rückwärts und mich dann... Habe ich da in diesem Spalt halb drin gehangen? Ich muss da ja dran. Deswegen ist meine Überlegung, dass ich hier mich hochziehe, springe und in der Luft mich halt dann drehe. Das hat irgendwie gerade mit dem Springen nicht so geklappt. Okay. Sie hat sich nicht gedreht. Normal. Oh, wieso springt sie denn nicht? Irgendwas. Hä? Ich drücke springen, aber irgendwie macht sie nichts. Oder ich drücke falsch. Wahrscheinlich liegt es daran. Boah, ey. Ich stelle mich hier echt ein bisschen dämlich an gerade. Ja, also ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach noch mal ein bisschen aus und ich gucke mal, ob ich es dann später schneide, das Video. Das ist auch wieder nichts geworden. Ich versuche jetzt hier gerade so jeden Strohhalm zu greifen. Ich meine, hier, das Teil sieht schon aus, als wenn da irgendwas drauf rumrutscht. Manchmal sind das ja so versteckte Hinweise, wenn die Böden so aussehen. Nee, sie springt leider nicht schräg genug dahin. Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier gerade versuche. Ja, das natürlich nicht. Ich wollte eigentlich vorwärts auf die Schräge drauf und dann hier schräg auf diese und dann rückwärts darunter rutschen. Aber das funktioniert nicht. Hier kann man... Ja, okay. Dann ist klar, wie es funktionieren soll. Ja, dann würde ich sagen, springe ich jetzt hier auf dieses Ding hier drauf. Dann bin ich ja vorwärts am Rutschen. Und dann muss ich nur im richtigen Moment abspringen, um auf die... an die Schräge da zu kommen. Okay, wir versuchen es mal. So ein Stückchen zurück. Ja, super. Gott sei Dank. Okay, es hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert, wie gedacht. Umso besser. Okay, ich gehe mal ganz zum Ende. Gut, hier kann man stehen. Kann man hier drauf? Ja. Ich will jetzt auch nicht zu weit... zu weit irgendwo dahin laufen, weil ich sonst Angst habe, dass ich das sozusagen alles wieder verwirke, wenn ich jetzt hier irgendwo schräg... oder auf eine Schräge komme, wo ich dann sozusagen runterrutsche. Und ich sag mal, dadurch, dass wir jetzt alle Geheimnisse haben, dürfte da in der Hinsicht zumindest nichts mehr sein. Okay, dann gucken wir mal hier weiter. Oha. Okay, jetzt. Das waren jetzt nicht die besten Waffen, aber immerhin, er ist tot. Ja, das sieht ja interessant aus hier. Sollen das Sitze sein? Ich meine, die sind einfach mal so groß wie fast wie ein Bett. Aber ich sag mal, die Typen, die hier sozusagen eingesperrt waren, die hatten es schon nicht allzu schlecht. Behaupte ich mal. Ich meine, die sehen zwar knüppelhart aus, die Teile, aber wahrscheinlich sollen die schon ziemlich weich sein. Hat der was dabei? Nö.
Gut, ja, ich rüste mich jetzt mal wieder mit der M16 aus, in der Hoffnung, dass ich die hier dann auch gebrauchen kann. So, mal gucken. Ich denke mal, hier erwarten uns noch einige mehr. Da ist schon der nächste. Ja, und für so ist die halt echt super, ne? So aus der Distanz zu schießen. Dafür ist diese M16 schon echt gut, aber aus der Nähe oder in engen Räumen ist es schon ziemlich. Okay, den kann man bewegen. Ich ziehe den jetzt mal, weil ich jetzt mal eine Idee im Kopf habe, die ich euch jetzt zeige. Und zwar genau hier runter. Und wahrscheinlich, genau, kann man hier rein und. Hier, das ist der, den wir gerade bewegt haben. Müsste jetzt noch einen weitergeschoben werden können und dann, ja, das müsste ja der Raum sein, wo wir eben waren. Genau, und da war ja diese Stufe, das heißt, weiter kann der nicht. Und wir haben hier etwas frei gemacht, aber wir gucken uns erstmal hier um. Hier ist auch einer, ich bewege den mal, weil vielleicht liegt da ja irgendwas drunter, was wir brauchen können. Ich wüsste nämlich nicht, wofür der sonst gut sein soll. Nö, hier ist nichts. Okay. Ich dachte, das ist vielleicht eine Tür oder so. Gut, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen weiter um. Und da ist schon wieder jemand. Und er schießt. So, der hatte nichts. Hat der hier was? Auch nicht. Und hier stöhnt schon wieder jemand rum. Denn? Hä, wo kommt der denn jetzt her? Der war doch eben gerade nicht da. Der kam irgendwie aus dem Nichts. Also die werden immer geiziger hier, die Typen. Der hat auch nichts. Autsch. Der auch nicht. Menno. Ach, guck mal, das sieht aus, als wenn das irgendwie. Das könnte irgendwie draußen sein, ne? Da steht so eine Bank. Da muss ich wahrscheinlich auch noch hin. Ich will mal kurz hier runter. Hier ist eine Kiste, die kann man doch bestimmt. Ja. Vielleicht nutzen, um dann da hochgehen zu können. Nee, weiter kann ich die gar nicht ziehen, okay. Ach so, hier geht's hoch. Ja, das kann sie ja nicht. Das war ein bisschen unrealistisch, ist aber egal. Ach, hier liegt ein Schlüssel. Okay. Aha. Ich will den aber trotzdem nochmal einen weiterschieben, um zu gucken, ob das uns in irgendeiner Form weiterhilft. Ob ich da hoch. Ja, nee, das wird nicht klappen. Das ist zu hoch und auch zu weit. Das funktioniert nicht. Naja, wir haben aber jetzt ja noch einen Schlüssel und da hinten läuft schon wieder jemand rum. Schon wieder so einer. Wir haben jetzt, glaube ich, hier, keine Ahnung, fünf oder sechs. Also wir haben hier schon ziemlich viele von diesen Typen hier gerade. Ich glaube, vier Stück jetzt schon von diesen Typen erledigt. Theaterschlüssel. Okay, ich speichere mal eben. Und dann gucken wir mal, wir haben ja jetzt uns da noch einen Weg freigeräumt. Wir haben einen Schlüssel, das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich noch ein bisschen was machen. Ah ja, guck, hier muss der Schlüssel wahrscheinlich rein. Können wir da an der Ecke schauen, da irgendwas ist? Nö, hier ist nichts. Kann ich hier wieder durchglitschen? Ich meine, ich will das jetzt hier nicht zur Gewohnheit werden lassen, aber könnte ja durchaus sein, dass das hier auch funktioniert. Zumindest auf die Schnelle nicht. Hier sind auch wieder so halbe Betten. Und hier, oh, haha, da ist ein Typ. Hallo. Und tschüss. Ich muss den so ein bisschen. Der rennt aber auch voll in die Waffe rein, ne? Ein bisschen geisteskrank ist der ja schon. So, da ist ein Hebel. Da sind auch wieder. Aber da komme ich jetzt erstmal nicht rein.
Aber dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin, weil wir haben ja den Schlüssel. Ich werde nochmal speichern. Nein. Ach, sie sagt immer no, wenn ich vor einem Schlüsselloch speichere, dann weiß ich nicht, irgendwie meint das Spiel, dass ich dann was will. So, da sind doch bestimmt auch wieder Leute eingesperrt gewesen. Ja, ich höre auch schon wieder jemanden stöhnen. So, jetzt ist die Frage, von welcher Seite kommt er? Rechts oder links? Rechts? Ja, da ist er. Ich finde es irgendwie ganz süß bei dem. Der hat so ein grünes Cap hier auf. Da steht, glaube ich, irgendwas drauf. Ich habe es jetzt bisher noch nicht entziffert, aber die sind schon irgendwie schon ganz witzig. Und hier rennen noch mehr Leute rum. Da hinten ist einer. Sieht sie den? Ja. Okay, aber hier ist noch irgendjemand. Kann man hier hoch? Ja. Das ist wieder irgendwas, wo sie sozusagen mit ihrer Kopfhaut dran lang schubbert. Unter der Decke. Okay, hier ist aber auch nichts, was von Interesse sein könnte. Ah, schöner Raum. Also das ist halt wirklich ein Theater, ne? Mit Bühne. Ich gehe da mal hin. Ich gucke mich halt jetzt erstmal hier in diesem Raum auch so ein bisschen um. Gerade hier so in den Ecken, da liegt ja auch gerne mal was versteckt. Hier wissen wir wahrscheinlich, sind das die Treppen, wo wir reingekommen sind. Genau, da liegt der Typ. Das heißt, wir gucken. Ups, dann auch nochmal hier in der Ecke. Hier ist aber auch genau nichts. Mir ist eben hier was aufgefallen. Diese Boden sieht ein bisschen anders aus. Okay. Und. Hä? Oh Gott, was hat der denn? Ist der dahinter? Ist der hinter dem Vorhang? Hat der Magenprobleme? Ist er krank? Das klingt zumindest irgendwie so, als wenn der direkt dahinter laufen würde, aber man kann ja leider diese Geräusche immer nicht so ganz verorten. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal hier oben hin. Gucken, was hier ist. Ach, da ist ja noch ein Typ. Haha, hallo. Ach so, wir sind jetzt hier, wo wir auf der anderen Seite schon mal waren. Hä, aber die Typen waren aber dann nicht in dem Moment da, als wir da durchgeguckt haben. Da hat, glaube ich, noch Munition. Genau, für die Uzi. Aha. Sehr schön. Guck, wir standen ja auch hier hinter. Dann haben wir diesen Hebel hier gesehen. Guck, jetzt ist der Vorhang geöffnet. Ist auch schön, dass die Leute, die hier so in dieser Loge sitzen, sozusagen die Gewalt über den, wenn man hier so sitzt, dass die sozusagen die Gewalt über die Bühne da haben, also über den Vorhang. Aber gut, das sind wahrscheinlich auch keine Zuschauerplätze. Ja, dann gucken wir dort mal, was dort so ist. Und es klimpert immer noch, deswegen scheint hier tatsächlich jemand zu sein. Ah, haha, hallo. Das ist so ein Rohrzahn. Rudi oder wie auch immer der heißt. Okay, der hat auch nichts. Meine Güte, die sind aber ganz schön knatschig. So, ich nehme nochmal eine Fackel. Kann ja sein, dass es hier dunkel wird. Ja. Okay, hier ist eine Kiste. Die kann man bewegen. Da oben ist eine Lücke. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Nichts hinter, okay. Gut, dann gehen wir da mal hoch. Upsala, so schnell wollte ich eigentlich nicht runter, aber ja, wir gucken mal. Erstmal hier. Hier ist nichts. Und diese Lücke, da ist bestimmt irgendetwas drin, was uns nicht gut tut. Genau, deswegen würde ich sagen, oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Wo habe ich gespeichert? Nein. Oh nein. Oh, verdammt.
Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal, ja, ich mache das jetzt noch mal bis zu dem Punkt, ich spiele das jetzt noch mal bis zu dem Punkt, wo wir eben gestorben sind und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Weil das müsst ihr euch jetzt nicht noch mal alles angucken. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder hier an dem Punkt und diesmal habe ich auch noch mal gespeichert, kurz vor dieser, wo wir eben reingestürzt sind. So, da ist jetzt Wasser in dem Becken. Innerhalb von einer Sekunde ist das da reingelaufen. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch da direkt wieder hin zurück, weil hier gibt es sonst tatsächlich nichts Interessantes zu sehen. Und muss noch mal ganz kurz eben so. Ich hoffe, dass hier jetzt keine neuen Typen aufgetaucht sind. Mal, dass dann auch das Level nicht mehr allzu lange gehen sollte. Was ist noch so ein Typ? Ey, wie viele haben wir denn von denen jetzt hier schon Aha. rumliegen? Ne, da vorne in der Tür, dann da draußen in dem Gang hier vor sozusagen, also hier hinter dieser Wand da, war auch noch einer. Das sind alles die gleichen Typen, die hier rumlatschen. Naja, das sind wahrscheinlich alles Brüder. So, das heißt, wir kommen da jetzt hier rüber. Und dann schauen wir mal. Sieht hier. Aha, es ist vorbei. Die Quartiere, wir haben es geschafft. Alle drei Geheimnisse. Da ich immer noch nicht weiß, wo ich das erste Teil eigentlich gefunden habe. Ein Medipack, 30 Schüsse daneben, das ist recht gut für mich, also für meine Verhältnisse. Und ja, das heißt, wir sind jetzt hier eigentlich direkt im nächsten Level. Also, ich nehme jetzt mal den. Ja, ich kann eigentlich hier auch mal was überspeichern, glaube ich. Ich nehme hier die Tiefe. Ja. Und wir sind an Deck. Ja, cool. Das heißt, ich würde sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Aber wir können jetzt ja hier schon mal so ein bisschen so einen ersten Eindruck uns verschaffen. Also ich werde jetzt hier noch nicht wirklich viel losspielen. Ich möchte nur schon mal so ein bisschen reingucken. Was uns hier erwarten könnte. Hier geht es runter. Da oben, da liegt irgendwas. Könnte ein Schlüssel oder sowas sein. Ich höre jemanden. Oh, da ist der. Scheiße, ist das so ein. Das ist doch so ein Flammenwerfer-Typ, oder? Okay, eigentlich wollte ich jetzt. Das war interessante Musik. War das jetzt für den Typen? Und hier kommt noch jemand angerannt. Okay, jeder Typ. Oh, der hat sogar ein Medipack, das ist schon mal gut. Aha. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch gar nicht so viel machen, sondern einfach nur mal eben hier so in diesem vorderen Bereich mal kurz schauen. Also das heißt, wir können hier, beziehungsweise wir müssen hier wahrscheinlich runter, weil da irgendwo ein Schlüssel liegt. Man sieht ihn jetzt gerade irgendwie nicht. Müssen wir dann wahrscheinlich runter. Ja, wird auf jeden Fall spannend und interessant. Ich werde es trotzdem aber speichern, dass wir jetzt eben die beiden Typen da erledigt haben. Und ich will mir nur mal ein bisschen hier zumindest schon mal umgucken. Okay. Also wir sind hier scheinbar an Deck, aber so richtig. Draußen sind wir eigentlich auch nicht, ne? Das ist hier alles irgendwie noch so. Sieht alles aus, als wenn das noch in der Höhle oder sowas wäre. Die Bank sieht irgendwie auch sehr interessant aus. Joa, ich würde sagen, das steht hier schon ein paar Tage länger. Das Schiff. Okay.
Joa. Gut, das heißt, wir müssen uns sowieso hier orientieren, beziehungsweise hier dann hin. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal, ich will mal gucken, ob sie sich umdrehen kann in die Kamera. Nee, geht nicht. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich speichere jetzt nochmal an dieser Stelle und ja, freue mich dann, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, beziehungsweise ich habe es nicht gespeichert, aber nein.